Servus, liebe Zuschauer, willkommen bei Modbox. Ich bin der Steffen und stelle euch heute den Agroliner von Kröger Fahrzeugbau vor. Es ist das Modell TAW30, hat ein Fassungsvermögen von 45.000 Liter und hat drei Config-Blöcke. Zu einem haben wir Reifenhersteller, Reifenvariante und Zubehör. Wir machen mal Reifenhersteller, wird Trelleborg Standard. Dann haben wir Breitreifen und wieder Standard. Michelin, Standard und Breitreifen. Und dann geht es weiter mit Lissard. Dann haben wir einmal die BKT-Reifen, BKT-2-Reifen, Fredestein Flow Traction Track und dann sind wir wieder bei BKT. Zum Zubehör, das ist ein bisschen aufwendiger, haben wir kein Zubehör, da haben wir Schotten, dann haben wir Teile. Ich weiß leider nicht, was dieses Teile sein soll, außer dass ich da hier vorne an der Anhängerkupplung irgendwie so ein Blech, so ein Riffelblech anbringt. Dann haben wir alles, da haben wir oben die Schotten, da hier dieses Blech und hinten ein Kennzeichen. Und selbst bei Kennzeichen haben wir nur hinten ein Kennzeichen. Das ist aber bei Nein, ist auch das Kennzeichen vorhanden. Also es ist wirklich, glaube ich, ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber nichtsdestotrotz, was wir mal machen. Wir nehmen einfach alles und dann sieht das so aus, wie er aussieht. So, zu den Texturen. Texturen reflektiert alles. Diegels sehen gut aus. Kennzeichen, haben wir hier ein deutsches Kennzeichen dran. Ich habe jetzt mal diese Lissard-Reifen BKT auf jeden Fall genommen. Sehen eigentlich auch ganz gut aus, haben richtig schöne breite Walzen. Hier vorne haben wir nochmal Acroliner. Und hier ist mal, ach, das ist kein Riffelblech, das ist eine Werkzeugbox. Ah ja, okay. Genau, ist auf jeden Fall Abschieber. Genau, so, dann probieren wir uns das Ganze mal aus. Hab mal hier einen Case genommen, einfach mal zu probieren, ob die Kabel und alles funktioniert, die Anhängerkupplung. So, was haben wir jetzt hier? Dynamische Kabel, jawohl, Anhängerkupplung sitzt auch super, kann man nicht meckern. Sehr schön. Also ich finde es mit diesen Holzplanken oben drauf irgendwie trotzdem cool gelöst. Hat auf jeden Fall was. So, dann schauen wir mal, wie die Fillplane aussieht. Da schon was vorbereitet. Kaufen wir uns mal ein bisschen Weizen. In der Zwischenzeit gucken wir noch mal ganz kurz in den Shop. Der ist nämlich unter Werkzeuge, Anhänger und dann haben wir hier den TAW30. Ich wollte nämlich nur mal gucken, ob sie das Fassungsvermögen ändert mit den Holzplanken, aber ich glaube nicht. Nein, bleibt bei 45.000. Alles klar. So, sieht's aus mit der? Jawohl. Das passt, da glitscht nichts raus. Sehr schön. Die Hinterachse und die erste Achse lenken auf jeden Fall mit. Schauen wir nochmal die Lichter durch. Bremslicht funktioniert, Rückfahrlicht hat er auch. Blinker, jawohl, links und Blinker rechts, das passt soweit. Gut. Abkippanimation, oh, die geht leider nicht. Naja, ja, ist okay, geht, sagen wir mal, fast bis zum Boden. Wird auch relativ schnell entladen. Der Schieber fährt, oh. Na gut, es sieht jetzt nicht ganz so schön aus, wenn der Schieber schon hinten ist, aber noch das Korn davor liegt. Aber okay, man muss ja nicht unbedingt oben reinschauen. Eine Abdeckung oder sowas haben wir nicht. Genau, schauen wir uns noch schnell die Lok an. Die Lok sieht soweit, was den betrifft, sauber aus. Könnt ihr euch also bedenkenlos downloaden. Das oben war ein anderer Fehler, das passt. Also, könnt ihr euch bedenkenlos downloaden. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ciao, ciao, bye, bye.